Heute wollen wir ein Full-Face-Make-up mit der Farbe, oh Gott, Korean, wie heißt das denn? Koreabibin? Ja, wie auch immer. Das sind wir schon mal. Toll. Das Sweat. Die Augenbrauenpomade. Null Feet in Null. No. Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Nikas Beauty Kiste. Ich bin Nika und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir ein Full-Face-Make-up mit der Marke Rival de Loup schminken. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Starten tun wir wie immer mit Primer. Aber vielleicht nochmal kurz zu sagen, Rival de Loup gibt es nur bei Rossmann. Ja, genau. Rival de Loup gibt es nur bei Rossmann. Und es gibt einmal Rival de Loup und Rival de Loup Young. Ist eine sehr, sehr günstige Marke. Ich weiß gar nicht, ist die günstiger als Essence? Teilweise, glaube ich. Ja, und wir starten mit Primer. Bei mir ist das alles durcheinander, ob Rival de Loup oder Rival de Loup Young, weil, ja, achte ich nicht so drauf. Bei Primer habe ich zwei Primer aus zwei Limited Edition jeweils. Diese zwei sind das. Ich glaube, ich werde auf jede Gesichtshälfte einen auftragen. Also einmal habe ich den No Filter Needed Blur Primer Drops. Die. Ja, die werde ich auf die eine Gesichtshälfte auftragen. Die kommen in so einer Pipette. Das ist übrigens, auch wenn das eine sehr günstige Marke ist, ist das trotzdem eine Glasflasche, nur mal so nebenbei, mit einer Glaspipette drin. Also schon nicht schlecht für so eine sehr günstige Marke. Dieser Primer riecht auch sehr angenehm und ist halt irgendwie ein bisschen glowy und ein bisschen Feuchtigkeit spendend, glaube ich. Ja, das war die eine Seite. Die zweite Seite machen wir mit diesem Primer. Das ist der Pudding Primer aus der jetzigen LE. Also, das ist sehr schön. Ich habe Fingernägel. Wartet mal kurz. Muss mir jetzt mal kurz zu helfen wissen, weil ich kann da in diesen Pot nicht reingehen mit meinen Fingernägeln. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Nehmen wir halt einen Pinsel. Das ist sehr, sehr stark parfümiert. Wer das nicht mag, für den ist das auf jeden Fall nichts. Und ich war eben im Rossmann. Und jedenfalls bei meinem Rossmann gibt es die LE immer noch. So viel dazu. Die ist auf jeden Fall klebriger, die Seite. Also ich persönlich mag ja parfümierte Sachen, aber es ist wirklich schon sehr stark parfümiert. Mich stört es nicht, aber ich mag Primer lieber, wenn die ein bisschen klebrig sind. Hier habe ich das Gefühl, es ist in die Haut eingezogen und es zieht die Haut irgendwie so ein bisschen zusammen. Und hier habe ich das Gefühl, sie ist klebrig. Was für ein Primer ja schon mal nicht schlecht ist. So, gehen wir weiter mit Foundation. Dort habe ich einmal die Natural Lift Make-up. Das Natural Lift Make-up. Was ist denn heute los mit mir? Und ich habe die Farbe Natural Sand. Mal gucken, ob das so passt. Wir werden sehen. Na, vielleicht könnte das passen. So, ich nehme das erstmal mit einem Buffer auf. Also, ich habe gesagt, ich wollte euch mehr sagen, was ich hier benutze. Ne? Also, ich habe das jetzt erstmal aufgenommen mit den Soeva 102 Silk Finish. Das ist so ein Concealer, so ein Foundation Brush. Und damit tupfe ich das erstmal ein bisschen hier auf. Verteile das so grob im Gesicht. Also, ich finde diese Foundation, ich habe die ja schon ein bisschen öfter benutzt, als eine leichte Deckkraft. Aber ich finde die Foundation, die riecht überhaupt nicht gut. Also, ob das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, kann ich euch nicht sagen. Aber ich mag die überhaupt nicht riechen. Ich kann euch das nicht beschreiben, aber irgendwie mag ich den Geruch überhaupt nicht von dieser Foundation. So, und
einarbeiten werde ich das mit meinem momentanen Lieblingsschwamm. Der muss jetzt mal in die Wäsche, aber ich will den eigentlich gar nicht aus der Hand legen. Das ist der Body Sponge von Luisa Crashen. Ich verlinke euch mal ihren Kanal. Die kennt man ja über YouTube. Oder von YouTube oder von Insta, wie auch immer. Auf jeden Fall verlinke ich euch mal den Kanal. Die hat ihre eigenen Make-up-Pinsel rausgebracht und zusätzlich brauchen wir einen Spiegel. Ihr eigenes Pinselset und auch noch zwei Make-up-Schwämme hat sie rausgebracht, wollte ich sagen. Ja. Ich muss anfangen, fürs Video drehen Kontaktlinsen zu tragen, ne? Weil es nervt echt, dass ich den Spiegel so nah ranholen muss, damit ich was sehe. Naja. Ist nichts, wenn man alt wird. So. An den Wangen ist mir das jetzt noch ein bisschen zu wenig Deckkraft, deswegen gehe ich hier nochmal ein bisschen drüber. Klopfe das auch wieder ein. So viel dazu. Concealer verwende ich diesen. Das ist der Natural Touch Concealer in der Farbe 01. Der ist auch sehr soft. Ich habe den ja schon ein bisschen öfter benutzt. Sehr soft, aber mag ich für den Alltag eigentlich recht gern, weil er eben so soft ist. Im Alltag mag ich einfach so deckende nicht mehr. Ich sehe gerade, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der hat ein bisschen Flashback. Seht ihr das? Hier? Also wenn das der Concealer ist, dann hat der ein bisschen Flashback. Wir schauen mal, wie das ist, wenn er abgepudert ist. Weil, wegen den Lampen. Weil ich sehe im Spiegel das nicht, was ihr da seht. Wir schauen mal. So, danach nehmen wir Puder. Da habe ich auch von der 1LE das No Filter Needed HD Puder. Das riecht sehr nach Kuchen. Das sollte man mögen, wenn man das benutzt. Da gebe ich mir ein bisschen was in den Deckel. Und sette damit meinen Concealer erstmal. Also das Puder mag ich aber sehr, sehr gerne. Allerdings kommt man da ja leider nicht mehr ran. Aber ihr könnt sowas auch immer mal über Kleiderkreise probieren, weil ich kaufe viel über Kleiderkreise. Und ja, finde das halt gut, weil da kaufe ich viel High-End Lidschattenpaletten und so, dann halt gebraucht. Aber ich finde, bei Lidschatten ist das nicht so dramatisch. Aber ich bin halt viel, viel zu geizig, mir die neu zu kaufen. So, und mein restliches Gesicht werde ich auch abpudern. Mit meinem Lieblingspuderpinsel. Und das ist dieser hier. Der ist von aus dem BH Set, aus dem Neon Set. Die Nummer 1. Damit werde ich halt jetzt mein Gesicht setzen. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich finde halt, das Puder macht eine Haut wie weich gezeichnet. Also finde ich richtig gut, das Puder. Also Revive Loop nimmt das in Standardsortiment. Das ist echt sehr gut. So, Bronzer habe ich tatsächlich 3. Ja, ich habe einmal diesen aus, das war auch aus einer LE, den Superfruit. Da sterbe ich aber, wenn ich den benutze, weil der riecht ganz furchtbar nach Kokosnuss und ich hasse Kokosnuss. Aber ansonsten ist der sehr gut von der Farbe her und so. Dann aus der, ich habe nur LE Bronzer, sehe ich gerade. Dann aus einer anderen LE, den Travelholic. Der riecht auch nach Kokos, aber nicht, gefühlt nicht ganz so schlimm wie der andere. Und dann habe ich den aus der Chocolate Lovers LE, den Chocolate Bronzer. Und den werde ich jetzt nehmen, weil ich die anderen zwei sind auch sehr gut, aber ich halte Kokos im Moment nicht so aus. Das müsst ihr mir verzeihen. Mein Lieblingsbronzerpinsel ist der hier und der ist von der Müller Eigenmarke, glaube ich, von Body Soul. Ich weiß nicht, ob das die Eigenmarke von Müller ist, aber ich habe den bei Müller gekauft. Ja. Und
Das ist mein Lieblingsbronzerpinsel. Also Bronzer mag ich auch schön großflächig. Das war Bronzer. Sorry, ihr wisst, wenn ich wieder mehr dorthin gucke, da wo ich jetzt hingucke, dann gucke ich auf den Bildschirm. Weil ich nicht so wirklich Spiegel hier habe und dann nehme ich halt oft den Bildschirm als Spiegel. Bitte verzeiht mir das, aber irgendwas brauche ich und ob ich jetzt in den Spiegel gucke oder daran gucke, das macht es jetzt auch nicht aus. Als nächstes kommt Rouge und ich habe ein Rouge. So, Blush habe ich nämlich auch zwei. Da habe ich auch aus der also koreanische Trends, den Rouge Cushion Blush und einmal einen ganz normalen Rouge aus dem normalen Sortiment und zwar in der Farbe Hibiskus. Ich glaube, ich werde erst den Cushion Blush ein bisschen auftragen und anschließend mit dem Puder, mit dem Puderding drüber gehen, vorausgesetzt ich kriege die Scheiße jetzt noch auf. Sieht dann so aus. Und da ist immer so ein Ding drin, das benutze ich aber nicht. Ich benutze ein Stippling Brush und zwar den aus dem Miss Bliss Bella Set, die Nummer 1. Und das gebe ich dann hier so ein bisschen auf. Das ist übrigens, also eigentlich sollte man das ja vor dem Abpudern machen. Nur mal so als Info. Der ist relativ soft und relativ hell. Also für helle Häutchen ein bisschen mehr was als für dunklere Häutchen. Ich bin ja so ein Zwischending. Also ich bin nicht ganz hell, aber ich bin auch nicht ganz dunkel. Und der ist so ganz zart und nicht doll und leicht glänzend. So, dann nehme ich noch diesen Blush in der Farbe Hibiskus. Und mein Lieblings-Blush-Pinsel ist von Essence. Der war aus einer Winter-LE. Das war ein bisschen viel, sagte sie und tippt beim nächsten Mal zweimal rein. Ich mag das ja auch gern so ein bisschen auf der Nase. So, das wäre Blush. Als nächstes nehmen wir Highlighter. Und da nehme ich zum Beispiel auch ganz gern den von Zoeva, der 105 Luxe Highlight heißt der. Nimm dann diesen Highlighter hier von Revival Loop. Der heißt Moondust. Und da gehe ich immer einfach hier so in die Mitte, dass ich dann von allen ein bisschen was habe. Also Revival Loop Highlighter sind auch immer sehr stark. Ich weiß nur nicht, ob das sowas für mich ist, weil ich die Farben alle ein bisschen merkwürdig finde. Also hier ist so, das seht ihr glaube ich kaum, doch jetzt. Da ist blau, da ist grün, da ist rot. Das sind alles so Farben, die eigentlich nicht so mein Fall sind. Ja. So, das war. Ach nein, das war jetzt noch nicht das Face. Jetzt kommt noch Fixing Spray zwischendurch und am Ende mache ich es auch nochmal. Und zwar habe ich da wieder aus einer LE. Warum habe ich denn alle Sachen aus der LE? Ich glaube, weil die mich mehr ansprechen als das im Standardsortiment. Den Sweat Proof. Sag mal. Das Sweat Proof Fixing Spray. Genau, das soll Gym Proof und so sein, ne? Also. Hat einen sehr harten Strahl. Au, und es brennt auf meinen Lippen. Warum? Nicht gut. Aber dass das auf den Lippen brennt, heißt ja eigentlich, dass es Alkohol enthält, denke ich mal. Und Alkohol ist ja nichts Schlechtes am Fixing Sprays, weil Alkohol sorgt dafür, dass es hält. Wartet, ich guck mal kurz. Glycerin. Bla bla bla. Keine Ahnung. Also Alkohol als Alkohol steht da nicht drauf. Wenn, dann heißt es anders. Aber Panthenol ist auf jeden Fall drin. Okay, keine Ahnung. So, dann machen wir Augenbrauen, würde ich sagen.
Da habe ich hier diese Eyebrow-Pomade. Die ist, glaube ich, im Standardsortiment. In Dark Brown. Die ist immer ein klein Tick zu dunkel, aber das kriegen wir schon hin. Da nehme ich immer ein Spoolie. Der hier ist jetzt von BH Cosmetics aus den einen Set, die Nummer 13. Und dann nehme ich meistens einen kleinen Augenbrauenpinsel. Zwar auch den aus demselben Set, die Nummer 11. Das ist nämlich so ein kleiner. Dafür hole ich euch noch mal ein Stück näher. So. Hallo. Dann kämme ich mir als erstes meine Augenbrauen durch. Ziehe erst hier unten vorsichtig eine Linie. So, ich mache das jetzt heute mal nicht zu doll. So gefällt mir ja schon ganz gut. Ich versuche das nochmal auf der anderen Seite auch hinzukriegen. So, Augenbrauen sind fertig. Ich benutze Pomade nicht ganz so oft, deswegen bin ich da ein bisschen aus der Übung raus. Und es dauert etwas länger. Grundsätzlich mag ich aber Pomaden eigentlich sehr gerne und die auch, aber ich habe das Gefühl, die ist mir ein Tick zu dunkel. Ein ganz klein bisschen. Aber es ist okay, es hält sich in Grenzen. So, weiter geht's mit den Augen-Make-up. Eine Eyeshadow-Base habe ich nicht von Revardelou. Und zwar habe ich mir diese Palette hier mitgenommen. Die habe ich auch schon einmal benutzt. Das ist die Puristic-Palette. Die hat sehr viele neutrale Töne. Aber ich glaube, ich versuche ein bisschen in die kühle Richtung heute zu gehen, weil ich habe eine Idee dazu. Weil ich nämlich auch einen blauen Kajal habe, gehe ich, glaube ich, in die grau-dunkle Richtung. Ich gucke mal, ob das was wird. Auf jeden Fall nehme ich jetzt erstmal einen Pinsel und zwar nehme ich da den aus dem Neon-Set, die Nummer 9. Das ist ein größerer Blendepinsel. Gehe erstmal in eine Hautfarbe, um das ganze Lid hier zu setten. Also ich bin als erstes in diese Farbe hier gegangen und damit sette ich halt mein ganzes Lid. Jetzt werde ich in diesen Ton hier gehen und werde erstmal ein Grundgerüst schaffen. Ich muss sagen, dafür, dass das Revival de Lupe ist, ist das recht gut pigmentiert. Muss ich ja jetzt mal so sagen. So. Ich gehe in mit einem kleineren Pinsel und dann nehme ich den von Leni Bursch, den LBE06 Soft Blender. So sieht der aus. Und gehe gleich in ein dunkles Braun. Ne, ich gehe gleich ins Dunkelgrau. Das ist das hier. Schaue mal. Ich hoffe nicht, dass das fleckig wird. Gebe das hier außen hin. So, kurz umentschieden, da ich ja keinen anderen Eyeshadow mehr habe und die Palette komplett matt ist, gehe ich jetzt nochmal in dieses dunkle Grau, was ich jetzt eben benutzt habe. Und in diesen Pinsel hier, das ist die Nummer 7 von den BH Set. Gebe das jetzt erstmal auf das bewegliche Lid, dass ich da eine Grundlage habe. Es krümelt leider leicht runter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so doll. Das gleiche mache ich auch da. So werde ich das jetzt erstmal lassen. Gehe jetzt wieder in den Blendepinsel von eben. Und blende hier ein bisschen in der Lidfalte. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Dass das so softe, smoky Eyes ergibt. Ja, so finde ich das schon ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst, dunkler zu gehen, um ehrlich zu sein. Weil ich das schon okay finde. Ich gucke mal, ob ich noch dunkler will. Ich glaube nicht. Ich lasse das erstmal so.
Jetzt nehme ich ein Pencil Brush. Da nehme ich auch den aus dem Neon Set und zwar die Nummer 11. Und gehe erst in die braune Transition Color und gebe die hier am unteren Wimpernkranz. Und gehe auch wieder in das Grau. Gebe das mehr hier außen hin. Verbinde das so ein bisschen hier mit oben. So. Noch ein Ticken dunkler. So. So gefällt mir jetzt, glaube ich, schon ganz gut. Blenden tue ich gleich noch ein bisschen. Weil ich jetzt zu faul bin, meinen Pinsel abzustreifen, nehme ich jetzt nochmal einen neuen. Auch wieder ein Pencil Brush. Und zwar diesmal von Zoeva, den 230 Lux Pencil. Und da gehe ich in eine weiße Farbe. Ich zeige euch die. Sowas. Also es ist so ein ganz, ganz helles Grau oder Weiß. Und das gebe ich mir hier in den Innenwinkel. Okay, das macht irgendwie nichts. Egal. Und die Farbe gebe ich mir auch unter die Augenbraue hier oben hin. Damit kann ich auch jetzt ein bisschen ausblenden. Dafür nehme ich dann einen Freshen Pinsel. Der ist aus einem Lidl Set. Der hat keine Bezeichnung. Gehe in den Ton, wo ich eben ein bisschen aufgehellt habe mit. Und blende hier noch ein bisschen über die Kante damit. Auf der anderen Seite natürlich auch. Ja, so gefällt mir das sehr gut. Ja, ich glaube, so lassen wir das erstmal. Ja, die Palette ist ziemlich leicht pigmentiert. Dafür lässt sie sich aber auch recht gut ausblenden wieder. Aber ich glaube, mich würde sowas auf Dauer nerven, wenn die zu leicht pigmentiert ist. So, für ein Pop-up nehme ich jetzt den Kajal. Das ist ein blauer in der Farbe 09 Aqua. Gebe mir den in die Wasserlinie, auf die Wasserlinie. Vorausgesetzt, er würde malen. Ich kann das nicht in der Kamera. Okay, dafür, dass da intens draufsteht, musst du ganz schön doll draufdrücken, damit dann mal Farbe kommt. Ist nicht ganz so geil für die Augen. Ja, da sage ich jetzt mal nichts zu. Dann habe ich mir noch einen braunen Eyeliner geholt. Den probieren wir jetzt auch mal aus. Der hat so eine Spitze. So eine Spitze. Dann schauen wir mal, was wir damit hinkriegen. Also irgendwie kriegt man damit überhaupt nicht gut den Eyeliner gezogen. Die Spitze ist zu hart. Die ist halt überhaupt nicht flexibel. Was mir jetzt gleich schon auffällt, ist, dass der mir auf dem Lid brennt. Naja. Gucken wir mal, ob wir Nummer 2 auch hinkriegen. Okay, das war jetzt sehr, sehr schwierig. Und das Ergebnis gefällt mir auch überhaupt nicht. Ja, es hakt total auf der Haut. Die Spitze ist viel zu hart. Und gefühlt nach 3 Strichen verliert er die Farbe. Ja, also überhaupt nichts für mich, sorry. So, kommen wir zu der Mascara. Da habe ich die Ultimate Volume Mascara. Fake False Lashes. Nein, Fake Lashes Mascara. Jetzt natürlich ohne Hilfsmittel, ohne Primer.
So, ich habe jetzt natürlich da hingemalt, also daneben gemalt, das mache ich gleich weg. Auch die Mascara ist nichts für meine Wimpern. Also sie trennt die Wimpern zwar sehr schön, aber sie tut halt nicht so viel für meine Wimpern, weil ich sehr, sehr kurze Wimpern habe. Demnach ist das nicht so ganz meins. So, sobald das getrocknet ist, mache ich das natürlich noch weg. Aber es ist noch nicht trocken. Bislang habe ich das Gefühl, dass diese Produkte mich denken lassen, dass ich nicht schminken kann. Und das heißt jetzt gerade noch nichts Gutes, aber mein Feedback kriegt ihr am Ende. Dann habe ich einmal auch aus einer LE dieses Set hier gekauft, aus Lip Liner und Liquid Lipstick. Was ich euch schon mal sagen kann, ist, dass sich hier irgendwelche, also ich habe die eigentlich über Kopf stehen, dass sich da irgendwelche Öle, weiß ich nicht, rausgeschlichen haben und alles vollgesuddelt haben. Also, das fand ich schon mal nicht so geil, aber ich habe den schon mal getragen und fand den jetzt gar nicht schlecht eigentlich. Aber trotzdem möchte ich heute den nicht den Liquid Lipstick auftragen, sondern einen Lippenstift, und zwar ist der natürlich von Revive the Dupe in der Farbe 01 Matt. Die sind da nicht so einfallsreich mit ihren Farben. Super. Ja, ich stocke gerade, weil. Naja, ich stocke gerade, weil da so Pünktchen drauf sind. Ich denke, es ist aber normal, weil der geschwitzt hat im Sommer. Trage den jetzt auch. Ich finde, wenn man den so sieht, denkt man nicht, dass da so ein peachiger Ton bei rauskommt. Schon irgendwie ein bisschen seltsam. So, der Lippenstift ist auch nicht sehr deckend. Man sieht noch Lippenfarbe durch. Das ist Geschmackssache, ob man das jetzt mag oder nicht. Ich finde es okay. Ja. Riecht jetzt nicht unangenehm oder sowas, ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt mache ich mir erstmal diese Scheiße da unterm Auge weg. So, zum Schluss nochmal Fixing Spray. Das arbeiten wir natürlich auch noch ein bisschen ein. So, das ist mein fertiger Look mit Revive the Loop Produkten, und zwar nur Revive the Loop Produkten. Ja, kommen wir zu meinem Fazit, würde ich sagen. Also, das Fixing Spray finde ich auf jeden Fall sehr gut. Das kann ich auch empfehlen. Ist ja aber halt eine LE gewesen, demnach. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das dann auch das Fitnessstudio aushalten könnte. Beziehungsweise, ich habe es natürlich auch schon getestet im Fitnessstudio und es ist sehr gut. Ich finde das gut. Kommen wir zu dem Lippenstift. Also er ist nicht komplett deckend, wie ich euch schon gesagt habe. Ich finde ihn trotzdem gut und er wird auch in der Sammlung bleiben. Aber ganz ehrlich, diese Farbe ist das nie im Leben. Also die Farbbezeichnungen sind nicht so wirklich richtig, korrekt, realistisch, irgendwie so. Ja, Liquid Lipstick, vom Tragegefühl ist der okay. Ich habe euch ja schon was zu den Öl, das da rausläuft, gesagt. Das finde ich jetzt nicht so schön, aber ansonsten sind diese zwei Dinge okay. Die Lidschattenpalette wird, glaube ich, direkt meine Sammlung wieder verlassen, weil ich habe zwar hinbekommen, damit einen Look zu schminken. Aber mir persönlich sind die Farben nicht. Also sie sehen alle ein bisschen schmutzig aus. Und mir sind sie nicht pigmentiert genug. Deswegen geht die gleich wieder raus aus der Sammlung. Genauso wie dieser Highlighter. Der ist zwar sehr intensiv und normalerweise mag ich sowas. Aber die Farben sind halt so überhaupt nicht meins. Deswegen geht der auch raus. Und wenn ich mal solche außergewöhnlichen Farben haben will, dann habe ich die in einer Highlighter-Palette. Dann haben wir hier das Rouge in Hibiskus. Das bleibt, das finde ich sehr gut, das finde ich schön. Dann haben wir hier aus der LE das Cushion.
Finde ich auch gut. Das Puder, auf jeden Fall, das ist der Hammer. Also wenn ihr das irgendwo noch kriegen könnt, ob es nun gebraucht oder wie auch immer, holt euch das. Die Augenbrauenpomade finde ich auch sehr gut. Bleibt auch. Dieser Pudding Primer mag ich persönlich sehr gern. Der war ja hier auf der Seite. Hat auch alles gut gehalten. Ja, fand ich gut. Finde ich gut. Bleibt auf jeden Fall bei mir. Die Foundation finde ich ganz schön. Ich muss mir jetzt noch mal angucken, wie die Foundation nach einer Zeit auf meiner Haut sitzt. Aber es ist halt eine leichte Deckkraft. Aber ich finde, dass sie jetzt nicht ganz doll schlimm auf meiner Haut aussieht. Also ich kann damit leben. Deswegen wird die für den Alltag bleiben. Weil für den Alltag brauche ich einfach nicht so was Deckendes. Dann den Filter Needed Blur Primer. Drops. Schon wieder falsch. Bleibt natürlich auch, finde ich auch sehr gut. Ja. Dann der Chocolate Lovers Bronzer. Finde ich gut. Habe ich ja benutzt. Bleibt auf jeden Fall. Diese zwei Bronzer mag ich auch sehr gerne. Die bleiben auch. Das hier soll ein Dupe übrigens zu den Hoola Bronzer sein. Dann der Concealer ist für den Alltag, wie gesagt, nur leicht deckend, finde ich aber gut, deswegen bleibt er. Die Mascara, wie gesagt, ist nichts für mich, geht raus. Der Kajalstift, ja, ich mag es nicht, wenn ich auf mein Lid, auf meiner Wasserlinie rumreißen muss. Deswegen geht der auch raus aus meiner Sammlung. Ja, also. Da sind vier Sachen, die meine Sammlung verlassen werden. Und diese Produkte sind alle noch da. Also ich finde, das ist ein guter Schnitt dafür, dass Revival Loop so günstig ist. Kann man, glaube ich, nicht meckern. Ja. Schaut euch doch mal Revival Loop an. So schlecht ist das nicht. Und gerade für Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben, vielleicht auch eine gute Alternative zu den teureren Drogerieprodukten. Teste das gerne aus. Revival Loop verdient durchaus einen Daumen nach oben, auch wenn mir nicht alle Produkte zugesagt haben. War es doch nicht, weil sie super schlecht sind, sondern einfach, weil sie für mich persönlich nicht funktionieren. Und jeder hat da ja auch noch seine Meinung drüber. Ja, das war das Video. Das war das Full Face mit Revival Loop. Ja, warum habe ich eigentlich den Eyeliner nicht? Fällt mir gerade ein. Wo ist mein Eyeliner? Der Eyeliner verlässt mich natürlich, aber ich finde ihn gerade nicht. Ja, der Eyeliner verlässt mich, weil. Hallo? Bitte, was ist das? Was ist das? Nee, der Eyeliner geht gar nicht, der geht raus. So, das war es jetzt aber wirklich mit dem Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Hier findet ihr jetzt zwei weitere Videos auf meinem Kanal. Hauptsache, ich hau mir gerade gegen die Nase dabei. Und hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Das habe ich schon gesagt. Egal. Tschüss.